Habe ich Anspruch auf eine erneute Witwenrente, wenn meine zweite Ehe beendet worden ist? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Leben ist manchmal wie ein bunter Strauß Blumen. Wie das manchmal so ist, die Wechselfälle des Lebens. Es gibt eine Ehe, die Ehe endet dann oftmals durch Tod des anderen Ehegatten oder eines Ehegatten, dann hat der überlebende Ehegatte im Normalfall Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente. Ja, und wie das manchmal so ist dann auch im Leben, dann gibt es eine Zeit der Trauer, aber dann auch der Blick wieder nach vorne und dann verlieben sich manchmal auch Witwen oder Witwer neu und sie starten dann ein neues Leben mit einem neuen Ehepartner, heiraten dann wieder und leben ein gutes Leben. Und im Zuge dieser Wiederheirat wird dann natürlich, wenn die Meldung ordnungsgemäß an die Rentenversicherung kommt, die Witwen- oder Witwerrente als Zahlung eingestellt. Dann gibt es meistens noch eine entsprechende Abfindungszahlung, 24 Kalendermonate Abfindung für die Witwen- oder Witwerrente. Ja, aber meine Damen und Herren, was passiert, wenn die erneute Ehe, die neue Ehe eben auch wieder durch Tod oder durch Scheidung endet? Dann steht sozusagen die Frage im Raum, habe ich dann wieder Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente oder stehe ich dann in diesem Falle völlig leer da? Ja, meine Damen und Herren, Antwort hierauf finden wir im Paragraphen 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Dort steht Folgendes. Überlebende Ehegatten, die wieder geheiratet haben, haben unter den sonstigen Voraussetzungen der Absätze 1 bis 2b Anspruch auf eine kleine oder große Witwen- oder Witwerrente, wenn die erneute Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt ist. Das ist die sogenannte Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten. Ja, hier steht es nochmal ganz klar, Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten. Ja, also da steht es, wenn die zweite Ehe durch Tod des Ehegatten beendet worden ist oder durch Scheidung, dann haben Sie sehr wohl Anspruch auf eine erneute Witwenrente. Bei Tod des zweiten Ehegatten können Sie sogar wählen, ob die Witwenrente aus der Versicherung des zweiten Ehegatten für Sie günstiger ist, also höher ausfällt, oder ob es nicht vielleicht sogar für Sie besser ist, wenn Sie die Witwenrente aus der Versicherung des zuerst verstorbenen Ehegatten wieder beantragen. In diesem Fall, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nur Folgendes empfehlen. Sie sollten dann beim Tod des zweiten Ehegatten auf jeden Fall die Rentenversicherung informieren und sich dort bitte ausrechnen lassen, was für Sie am günstigsten ist, in diesem Fall, wenn die Ehe durch Tod beendet wird. Bitte nicht vergessen, es kommt nicht nur darauf an, wie hoch die Witwenrenten im Vergleich dann sind, sondern es kommt auch darauf an, zum Beispiel, welches Einkommensanrechnungsrecht hier Anwendung findet. Oftmals ist es so, dass bei der ersten Witwenrente altes Einkommensanrechnungsrecht Anwendung findet. Das heißt also, dass hier bestimmte Arten von Einkommen bei der Witwenrente überhaupt nicht angerechnet werden. Hingegen bei der erneuten Heirat, bei der Wiederheirat zum Beispiel, dann neues Recht Anwendung findet und dann per Gesetz de facto fast alle Einkommensarten an die neue Witwenrente oder Witwerrente Anrechnung angerechnet werden können. Diesen Vergleich müssen Sie dann nicht machen, wenn die erneute Ehe nicht durch Tod des Ehegatten, sondern durch Scheidung endet. Dann haben Sie per se eh nur Anspruch auf die alte Witwenrente aus der zuerst verstorbenen Ehe oder aus der Versicherung des zuerst verstorbenen Ehegatten. Dann brauchen Sie da nicht zu wählen, sondern dann stellen Sie bitte bei der Rentenversicherung einen entsprechenden Antrag auf Wiederzuerteilung der ursprünglich erteilten Witwenrente. Und da müssen Sie bitte auf den Bescheid warten. Aber nochmal für Sie, es gibt tatsächlich eine Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten, § 46 Absatz 3 SGB 6. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.